Gut, hier ist alles relativ clear. Mal hier dazwischen schauen. Zitat. Jetzt kennen wir alle Jumpscares schon. Zitat Ende. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu The Monologist auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Psycho. Und das hier könnte vielleicht einer der letzten Momente sein, die wir in diesem verfluchten Haus verbringen. Ich möchte ja so lange hierbleiben, bis wir es schaffen auszutreiben. Und entweder wir haben heute einen schnellen Run und könnten dann vielleicht zum Exorzismus kommen. Oder wir schaffen das hier möglichst mit, ja, zumindest den Geist zu erkennen. Dann kriegen wir $600. Dann haben wir ein bisschen über 2000 haben die Möglichkeit für einen Kruzifix. Und spätestens dann möchte ich mich an den Exorzismus wagen. Deswegen, es könnte entweder heute oder beim nächsten Mal die letzte Runde in diesem Haus sein. Denn mit Abschluss einer Runde... Ja gut, wobei wir müssten nicht mal den Geist erkennen. Wir bräuchten eigentlich nur einen Kruzifix. Eine Kerze oder ein Foto oder sowas, ne, von den Erfahrungspunkten her. Dann sollten wir das nächste Haus auch noch freischalten. Was bedeutet, das Haus hier haben wir jetzt fast gemeistert. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad leider nur. Bin mal gespannt. Ab ins Häuschen, let's go. Das wäre natürlich super, wenn wir jetzt hier reingehen, bam, 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 alle Beweise. Haben doch die Sanity, weil dann könnten wir auch ohne Kruzifix die Finger suchen und alles, und exorzieren, hoffentlich. Wobei nicht, dass hier irgendwie so eine Mechanik drin ist, dass wenn man exorziert, dass dann auf jeden Fall einen Angriff gibt, den man mit irgendwas abfangen muss. Das wäre unschön. Könnte ich sogar dem Spiel zutrauen. So, let's go. Wir haben keine Angst. Wir erkennen jetzt gefühlt schon jeden Jumpscare. Deswegen haben wir definitiv keine Angst. Ah, das sind die Tarotkarten. Mit denen will ich auch mal spielen, aber ich habe halt jetzt gerade Equipment. Also das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch mal machen. Dass ich hier reingehe, ohne irgendwelches Equipment, das ich verlieren kann. Also stelle ich euch einfach ein Video zusammen für alle, die es nicht zocken, aber trotzdem interessiert, wie das Ouija-Brett und sowas funktioniert. Und damit ich einfach, ja, in diesem Video einfach die Karten, das Ouija-Brett und die Voodoo-Puppe einfach mal testen und schauen, was eben passiert. Weil wenn ihr Bock drauf habt, gerne mich wissen lassen, dann ist das gar kein Thema. Denn mich interessiert es ja auch. Aber nicht, wenn ich gerade drei Ausrüstungsgegenstände habe, die echt teuer waren. Hallo Enger. Enger. Anger. Okay, also das hier ist wirklich nur, damit man dann weiß, wie sie heißt. Hier ist noch alles super. Das hier verwirrt mich komplett, weil hier ist das Fenster, hier kann man rausschauen, aber dahinter ist eigentlich nichts. Deswegen verstehe ich nicht, wieso es da so dunkel ist. Das macht gar keinen Sinn. Der Geist ist sehr harmlos, sehr ruhig, geht vielleicht Richtung Revy. Also ich glaube, Revy war das, der ein bisschen ruhiger war, oder? Oder ruhiger sein konnte. Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Jumpscares. Das war auch neu. Seit wann ist da eine Olle? Aber die sah bezaubernd aus, muss man sagen. Gut, ein bisschen jung, aber die wird richtig hübsch irgendwann. Gut, wahrscheinlich ist sie ein Geist und altert nicht mehr, also feels bad, aber sie hätte hübsch werden können. Ich hoffe, das hat sie nicht gehört. Nicht, dass sie jetzt gleich ausrastet. So, ich stimme mich jetzt einfach hier in den Raum, denn hier hatten wir zumindest schon mal einen Jumpscare. Es könnte ja auch sein, dass es erstmal dauert, bis sich temperiert, bis wir irgendwo Freezing haben und so weiter. Das wäre auch cool, wenn man hier zu lange davor steht und auf einmal erscheint dann da so ein Kopf. So, an diesem Spiegel hier ist mir ja schon aufgefallen, hier ist nichts. Wir müssen noch weitere Spiegel finden, irgendwo. Kann ich den Schrank aufmachen? Nein, das kann nur der Geist. Okay. Das finde ich ja gemein, dass der Geist manche Dinge aufmachen kann und ich nicht. Hier ist auch noch alles clear. Keine Kerzen, die irgendwie an sind. Schauen wir mal, ob da hinten irgendwo es ist, aber sieht clear aus. Ja, dann gehen wir wieder. Ich denke auch sowas wie Kerzen, die angezündet werden, sind auch sowas wie ein Zeichen auf Geisterraum. Oder zumindest, dass der Geist in der Nähe war. Gut, warum das wackelt, weiß ich nicht. Bis jetzt ist hier aber noch gar nichts. Ich frage mich halt, was diese Kakerlake, die sich hinter meinem Kopf befindet, was deren Aufgabe ist. Alter, spann dich. Ne? Also ob das irgendwie einen Sinn ergibt. Weil die bewegt sich eigentlich nur, wenn ich mich auch bewege. Dann bewegt sie ihre Füße, aber
Ob es da irgendwie einen Sinn dahinter gibt. Irgendwas, was man ablesen kann. Wir müssen vielleicht gleich in den Keller runtergehen und schauen, ob da irgendwas ist. Hier ist eine Kerze, schau mal. Könnte sein, dass der Geist hier irgendwo in diesem Bereich ist. Denn die Kerze hier war nicht ich. Let me blow your mind. Was ich seltsam finde, hier. Das ist wieder, das müsste hier wieder die Wäsche sein. Was mich hier verwirrt. Hier, und da ist wieder zurück. Dieser Raum hier, das ist wie gesagt das Schlafzimmer da hinten. Aber hier fehlt das Kleid und hier sind Kreuze. Die Kreuze befinden sich im Flur. Und das Kleid, ja, das steht da jetzt ja auch. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach unten. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Was uns weiterhilft, aber es sieht alles sehr clear aus. Abgesehen davon, dass das einfach immer noch creepy ist und hier Blut und Altar und so, aber sonst sieht alles relativ clear aus. Gut, ab nach oben. Wir brauchen Anhaltspunkte und die Kerze, auch der Gegenstand mit dem EMF, sind momentan unsere Anhaltspunkte. Wir wissen jetzt aber auch, dass wir hier großflächiger... Aha, ein Dreier. Hier drin ein Dreier und ein Zweier. Okay. Aber ja, dass wir großflächiger schauen müssen. Was war jetzt das? Denn hier beispielsweise könnte der Geist auch sein. Das weiß ich jetzt. Habe ich mir gemerkt. Dass mit dem hier nichts ist, kein Jumpscare oder sonstiges, das verstehe ich nicht. Der Nasenboy, bei dem hätte ich irgendwas erwartet. So, weiter geht's. Der Geist ist gerade wieder relativ ruhig. Ne? Deswegen eben meine Überlegung an Anfang der Woche mit Revy beispielsweise. Ja, schauen wir mal. Wenn wir Freezing kriegen, dann wäre das auf jeden Fall sehr einleuchtend. So. Hallo, check, check, 1, 2. Jo, funktioniert, let's go. Ich habe hier noch nie um den Boden geschaut. Kollege da drüben. Ist der wirklich nur einmal erschienen? Oder halt jetzt nicht in jedem Haus? Diese Flüstern habe ich auch nur da gehört. Sehr crazy. Du hast die Lichter ausgemacht, kann das sein? Wo bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Wo bist du? Ich würde jetzt gerne schnell die UV-Lampe holen. Das beziehen wir da jetzt einfach mal. Denn er macht hier die ganze Zeit Lichter aus, deswegen mache ich die jetzt auch schnell wieder an. Alter, wie häufig noch? 17 Mal hat er das jetzt schon bewegt. Der rastet hier komplett aus. Aber ich würde jetzt gerne die Fingerlampe holen. Gut, Eckclub lassen wir das jetzt nicht so wichtig, aber wegen den Lichtern, weil er eben damit spielt und jetzt könnten wir vielleicht noch Fingis kriegen. Später ist er vielleicht demotiviert und dann möchte er uns keine Fingis mehr geben. Deswegen lieber jetzt, bevor er genervt von uns ist. Wie schaut meine Sanity aus? 80. Das finde ich sogar relativ wenig, verglichen damit, dass wir eigentlich oft Lichter an hatten. Hello, hello, baby, I can look at me. I'm a sick and tired of my... Aber ich hoffe, wie gesagt, weiterhin, dass sie hier noch irgendwelche Jumpscares und sowas auch in das Haus hier reinbringen, auch wenn es das erste Haus ist. Und selbst wenn sie auch noch weitere Maps bringen. Aha! Fingies! Biatch! Sorry, ich hab nichts gesagt. Fingies. Nice one. So, dann schauen wir mal nach Geisterejakulat. Wir wissen ja, auf diesem Stuhl hier beispielsweise kann Geisterejakulat zu finden sein. Hier kann es zu finden sein und hier drüben habe ich noch keinen Plan. Aber das werden wir finden. Jetzt hat er hier drüben was bewegt, oder? Bist du hier? Hier sehe ich keinen Geisterkult. Hier ist alles relativ clear. Mal hier dazwischen schauen. Zitat. Jetzt kennen wir alle Jumpscares schon. Zitat Ende. Nicht ganz. Nicht ganz.
Jetzt ist der Stuhl geflogen. Nee, das Bild da. Das Bild hier. Ich werde jetzt mal hier schnell die Gegenstände darüber packen. Denn jetzt ist er irgendwie hier präsent. In der Küche wieder. Vielleicht haben wir Glück. Die Kinder habt ihr auch gesehen, oder? Tod leben, tot leben, tot leben. Ja, ich verstehe dich. Heißt das jetzt, du bist doch hier? Ach Mädel, ich brauch's doch auch nicht. Ja, ich verstehe schon. Also. Doch was mit der Statue. Ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, er ist da drin. Also. So wie er mich hier gerade vorführt. Da hat jemand böse Bauchschmerzen. Was passiert hier? Okay, ich lasse das jetzt einfach hier. Alter! Er räumt jetzt hier alles um. Er ist kurz beim Ausrasten. Wo bist du? Bist du hier? Zeig dich. Where are you? Are you here? Are you there? Show yourself. Where are you? Wo bist du? Bist du hier? Was geht hier gerade ab? Du denkst, du kennst das Spiel, du hast hier schon ein paar Runden und du denkst schon, okay, jetzt langsam wird es so ein bisschen einseitig wieder, du kennst das, jetzt kommt so die Gewohnheit und auf einmal bam, bam, bam. Die Statue war neu, das Geschrei, Gequietsche da gerade eben war neu, die Babys waren neu. Was ist denn los mit dem? Da soll man nochmal einen Durchblick haben. Alter, ich habe eine richtige Gänsehaut und leider habe ich sonst nichts. 68, okay. Da ist jemand motiviert. Wir sind jetzt auf 70, schauen mal, ob es auch 30 auflädt. Ja, auch 30. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so 40 bis 50 vielleicht ist. Die Sanity Pin. Aber selbst wenn ich es mir schon in die Kommentare geschrieben habe, seit Montag, ist immer noch Vorproduktion. Deswegen Travis. Travis McPherson. Okay, Travis McPherson. Ich bringe die Gegenstände schon mal rein. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich bin ganz froh, dass ich gerade hier am Tag aufnehme. Bei Licht wäre es jetzt dunkel. Gut, bei mir macht sich viel Unterschied wegen den Keylights. Aber würde ich es im Dunkeln spielen? Alter, das wird mich richtig auseinandernehmen. Seit wann gibt es hier Lichtschalter? Ah, die kann man nicht betätigen. Ich dachte mir jetzt schon. Kollege, mach mich nicht fertig, bitte. Du machst mich schon fertig, aber bitte mach mich nicht fertig. Ich muss jetzt hier nochmal mit Geisterkulat schauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo was in irgendeiner Wand. Das wird mich sehr viel weiterbringen. Ich habe Angst, dass wir das hier wieder brauchen. Aber irgendwie bin ich auch noch, ja, noch nicht so zufrieden damit, dass er hier in diesem Raum ist. Ich hoffe einfach mal, er kann mir auch in anderen Räumen, so wie hier und hier noch irgendwie was geben. Ich komme aus deinem Leben nicht klar. Aber hier, ich sehe nirgendwo Geisterkulat. Deswegen würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten, das ist raus. Plausibel wären die beiden wieder. Aber die sind gefühlt immer plausibel. Fingerlampe hatten wir schon. EMF wäre auch möglich. Aber da bin ich irgendwie der Meinung, da hätten wir schon EMF haben müssen. Deswegen jetzt mal vielleicht ESG schauen. Freezing hatte ich keins. Bis jetzt zumindest noch nicht. Mir wurde mal in die Kommentare geschrieben, so ab 90% hat man ungefähr Freezing oder kann man Freezing haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ob sich das wirklich irgendwie nach der Sanity richtet, aber ich glaube, das war eher so bezogen auf die Zeit. Also so in der Zeit, bis man ungefähr auf 90% droppt, so nach dieser Zeitspanne ungefähr, kann man dann Freezing sehen. Gehe ich mal stark von aus. Deswegen sollte es eigentlich keine Auswirkungen darauf haben, oder dass ich Sanity Pin genommen habe, sollte es eigentlich keine Auswirkungen darauf haben. Wenn wir Freezing hätten, würde ich sehen. Da sind die Asiennudeln wieder. Enjoy.
Thank you. You're welcome. Wieso ist er jetzt so ruhig? Wieso ist er jetzt so ruhig? Ist er nicht mehr hier? Vielleicht ist er weitergezogen. Könnte wirklich sein, dass er irgendwie Geister rumwechseln kann. Und jetzt ist er weg. Wieso ist hier unten? Ach so, das ist hier reingepackt. Ich dachte, das wäre so eine Schublade. Okay, das Ding hat er aufgemacht. Okay, ich werde jetzt mal das hier umstellen. Das war ähnlich wie am Montag war es, glaube ich. Beruhig dich! Na? Und da war dann hier, glaube ich, auch der Geisterraum. Wenn mir das euch zeigt. Deswegen würde ich jetzt hier mal das Ganze umverlegen. Hm. Nochmal Ejakulat schauen. Vielleicht ist jetzt hier irgendwo was, aber ich denke, hier ist alles clear. Wir können auch mal kurz das Licht ausmachen. Dann sehen wir jetzt noch leichter leuchten, aber hier ist alles fresh. Hier ist alles clear. So. Wir reden jetzt auch gerne nochmal mit der Box. Hallo? Check, check. 1, 2. Bist du hier? Wo bist du? Zeig dich, mach was, spiel mit mir. Aber bitte sanft. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Are you there? How are you? How old are you? Where are you? Show yourself. Lisa. Where are you? Are you here? Are you there? You want to talk to me? What's your name, Ghost? Nö. Sowohl Englisch als auch Deutsch. Mag er nicht. Ich werde jetzt hier weiterhin auf dieses ESG schauen. Oh. Okay. Nur ein Dreier. Alles gut, nur ein Dreier. Wir werden weiterhin auf dieses ESG schauen. Wir haben kein Freezing. Wir haben nichts in der Box. Irgendwas hat er nach mir geworfen. Das ist sehr unhöflich. Wow, ist sogar hier drauf gelandet. Crazy. Die Kerze hat er ausgemacht. Gehe ich mal stark von aus. Und jetzt hat er auch gemalt. Boah, das ist... Okay, davon muss ich ein Foto... Also das... Ja, entspann dich mal kurz. Ich finde... Diese Bilder sehen echt cool aus. Muss ich... Entspann dich. Muss ich echt mal sagen. Ja, gerade jetzt hier auch noch mit dem Kerzenschein. Warte, wir setzen das hier mal kurz weg. Wenn ich jetzt hier die Kerze hinstelle... Schau das... Boah, das hat schon Stil. So, aber jetzt gehe ich erstmal raus. Jetzt gehe ich erstmal raus und trage mal ein. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon genug Sanity... Aber, na, das... Ich mag das ganze Spiel. Nicht nur die Jumpscares, sondern auch, wie schön es ist. So, Staffelei, Leinwandmalerei hat mir schon länger nicht mehr. Also EMF könnte es noch sein. Freezing könnte es noch sein, wobei ich da sagen würde, eher raus. Wobei das Verhalten jetzt gerade oder allgemein zum Revy schon passen würde, dieses Inaktive. ESG ist raus, schade. Ektoplasma ist raus und Geisterbox-Antwort. Also wir hätten Revy, Onryu oder Tai. Schauen wir mal. Der gute Revy. Instabile Geister und somit sehr unberechenbar. Also eigentlich nicht. Wenn sich dazu entscheidet, sich ruhig zu verhalten, kann er die Suche nach ihm erleichtern. Ja gut, also er hat... Das würde halt passen, dass er sich ruhig entscheidet. Wir hätten dann noch den Onryu und den Tai. Sie werden viel aggressiver sein, wenn andere mit der auserwählten Person zusammen sind. Werden der Person, in die sie sich verlieben, keinen Schaden zufügen. Okay, okay. Das wird sehr dramatisch hier. Und Tai. Bekannt, dass ein Tai in jungen Jahren viel aggressiver und schneller ist. Ein Tai wird sich viel langsamer bewegen und weniger aggressiv sein, wenn er älter ist. Also er altert. Ja gut, aber da muss es dann erstmal zu näher kommen. Tatsächlich finde ich gerade, auch vom Verhalten her, was war das? Den Onryu. Sehr spannend. EMF5 schwierig. Schwierig, also von, aber von den Beweisen, ganz ehrlich, was wir hier noch übrig haben. Freezing haben wir nicht. Box Antwort haben wir nicht. Also da wäre EMF5 irgendwie plausibel und der Onryu. Finde ich jetzt zumindest. Und na, wenn, ich bin ja alleine. Also wenn er sich in mich verliebt, das ist schon irgendwie sympathisch. Dann kann er mir keinen Schaden, also dann, na, das, deswegen auch keine Jumpscares. Deswegen ist hier nichts. Travis McPherson. Wir haben noch 8. Ich würde ihn jetzt einfach auswählen.
Ich will ihn jetzt einfach auswählen, denn wie gesagt, ich finde es plausibel. Ich gehe da jetzt nochmal rein, bevor ich ihn auswähle. Ach ja, jetzt sehen wir beide auch gleich wegen der Kerze, ob das geklappt hat, dass, wenn die schon vorher ausgepustet wird. Gut, was jetzt natürlich schwierig wäre für mich, ein Foto machen. Foto vom Geist. Es könnte natürlich sein, dass dieses kein Schaden zufügen, nur auf Events jetzt ausgelegt ist. Und naja, dann wäre meine Schwierigkeit durch die Jumpscares. Rechte Jumpscares und muss davon ein Foto machen. Und ja, ich bräuchte eben F5. Das hier ist nur ein Vierer. Schauen wir mal, hier ist uns alles clear. Es ist nur ein Vierer. Das ist gerade ein wenig schwierig. Wieso sitzt da ein Großkopfkind auf diesem scheiß Stuhl? Was waren die anderen? Geisterbox oder Freezing. Ich gehe jetzt hier mal kurz rum. Ich sehe kein Freezing, aber es könnte ja sein. Nur ein Vierer. Das verwirrt mich ein bisschen. Dass wir nur ein Vierer haben. Die ganze Zeit. Wie soll ich denn so schnell ein Foto von ihr machen? Ist alles gut. Aber ich habe keinen Freezing gesehen. Entscheidest du dich gerade dazu zu jagen? Was bist du für ein Fetter? Oh, oh, es jagt mich ja! Es ist in mir! Nein! Nein! Ich weiß es nicht. Nein! Ladies and Gentlemen, ich dachte gerade, ich könnte das Spiel auscountern, indem ich das Spiel verlasse, schnell genug. Es hat nicht funktioniert. Ich weiß jetzt leider deswegen auch nicht, was wir hatten. Das ist gerade sehr, sehr ärgerlich. Aber ich dachte mir, ich versuch's mal, ob es möglich wäre, damit man kein Equipment verliert, rauszugehen. Ja, das war Instant Karma, würde ich mal sagen. Jetzt, Equipment ist weg. Wir haben auch nichts bekommen für die Jagd. Ja, es war eigentlich sehr doof. Schade. Es ärgert mich. Das wäre nämlich machbar gewesen. Auch selbst jetzt mit dem Tod hätten wir zumindest noch ein bisschen Erfahrungspunkt bekommen, wenn wir ein Level up. Wir haben jetzt nichts mehr. Gar nichts mehr. Wir müssen jetzt wieder, ja, 600 und 1400. Wir können es noch nicht mal mehr Fotoapparat und Kerze leisten. Wisst ihr, wie bitter das gerade ist? Das tut gerade in der Seele weh. Also mindestens einen, wir haben 1,5 Gegenstände ungefähr verloren. Obwohl wir, ja. Das ist halt jetzt die Schwierigkeit. Oder das Problem, damit habe ich mich richtig selber gefickt. Denn normalerweise hätte man 50% bekommen. Was bedeutet, von den 2000, die wir bereits ausgegeben hatten, beziehungsweise 3500, hätten wir nochmal 1600, 1700, 1800 bekommen. Da hätten wir jetzt uns noch ein paar Gegenstände leisten können. Ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist Instant Karma einfach. Also, ja. Es funktioniert zwar in Phasmo, in Botchers und in Exile, dass man, wenn man stirbt, schnell genug rausgeht und wieder reingeht. Dann zählt das so, als ob es die Runde nicht gegeben hätte. Hier empfehle ich euch, das nicht auszuprobieren. Ich habe es jetzt für euch versucht. Und ja, leider muss man sagen, verdient. Ich wollte cheaten. Ich wollte, gut, was heißt cheaten? Halt schauen, ob es funktioniert. Ja, Instant Karma, Geld ist weg, Equipment ist weg. Aber es war trotzdem eine geile Runde. Es hat Spaß gemacht. Ich hätte es nur gerne gewusst. Im Grunde nervt es mich jetzt einfach nur, weil ich nicht weiß, was wir hatten. Er kam mir schnell vor, aber ich weiß auch nicht, ob ich sprinten konnte. Wir hatten, als Beweise hatten wir den Onryu. Genau, hier. Person, die sich verliebt hat. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, es könnte auch stärker. Achso, ne. Weil ich dachte gleich, vielleicht die Stärke viel aggressiver sein, wenn andere Personen mit der ausgewählten Person zusammen sind. Und dass es irgendwie so zählt, weil dass ich, ja, keine Ahnung. Aber das hier, nee. Was hatten wir noch? Also wir hatten Fingi, Staffelei, Landbahnmalerei. Wir hatten neben dem Onryu hatten wir auch noch den Revenant. Staffelei, Land. Ja, genau. Das wäre Freezing gewesen.
Ja, instabil und sehr, sehr unberechenbar. Fand ich jetzt nicht. Für mich kam das so ein bisschen rüber, so geschwindigkeitsmäßig desig. Aber ich weiß gar nicht, was der letzte Geist war. Kann ich hier auf Beweise klicken? Nee. Ah, nee. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, dass ich mich damit jetzt selber gefickt habe. Aber ich sag mal so, spielt das Spiel richtig. Ich hab's für euch jetzt einfach mal getestet. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich werde einfach jetzt noch ein, zwei Runden dann auch so ein bisschen Offstream zocken. Werden wir nochmal, werden wir das Geld ranholen, damit wir wieder das Equipment haben. Oder ich mach's einfach in den Videos. Das sehen wir dann. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde mir jetzt erstmal eine schöne Pizza gönnen. Eine Pizza wäre schon geil. Denn in 3 Minuten kann ich bei meiner Pizzabude anrufen. Und da gibt's jetzt erstmal eine schöne Pizza. Und dann ist das vergessenes Frustessen jetzt einfach. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.